Der Charakter hat schon was, ne? Finde ich. Gut, ich finde ihn etwas dicker, aber. Nicht dick, sondern muskulös, aber sonst. Sonst passt. Und so begann es. Der Rest der Geschichte Toffi muss wart erst noch artig. geschrieben werden. Jetzt ist es eure Geschichte. Ihr habt mir einiges zu bedenken gegeben. Und es gibt noch viel zu tun. Ich bin Aber eines nicht dick, solltet ich bin ihr wissen. muskulös. Diesen Genau. Weg müsst ihr nicht alleine gehen. Man ist nicht dick, man hat nur schwere Knochen. Ja, sie ist ja nicht dick. Sie hat einfach nur fette Knochen. Fette Muskeln. Mein Gott, das Baby. Gar nicht. was ist also unser nächster Zug? Wir müssen stärker werden und zahlreicher. Ihr werdet mehr brauchen als die Begleitung eines blinden alten Mannes, um den Lauf der Geschichte zu ändern. Wir müssen unsere eigene Gruppe von Gefährten um uns scharen. Das erste Mitglied habt ihr bereits getroffen. Lyris Titankind. Lyris opferte ihre Freiheit, Du um kennst uns es doch, die wir sind Flucht zu immer lieb. ermöglichen. Sie ist noch immer in Kalthafen gefangen. Ich muss ihren genauen Aufenthaltsort ausfindig machen, wenn wir sie retten wollen. Das wird Zeit brauchen. Ihr lieb. Okay. Also. Nein. Nein, nein. Ich weiß, Ryan. Was soll ich in der Zwischenzeit? Zwischenzeit tun? So. Man Meine sollte es Marker langsam lesen. Schaltlanger weben ein Netz aus Lug und Trug. Sie hetzen die Völker Tamriels aufeinander und lenken ihre Aufmerksamkeit von der wahren Bedrohung ab. Sucht diese Handlanger auf, wo immer ihr sie findet, und deckt dann ihre Lügen auf. Ich werde tun, was ich kann. Vergebt mir. Es hat mir doch einiges abverlangt, euch Einlass in meinen Geist zu gewähren. Ich muss mich ausruhen. Ja, Ich du bist werde ja zur nicht mehr der rechten Zeit Jüngste, wieder ne? Kontakt mit euch aufnehmen. Möget ihr bis dahin im Licht wandeln, Entseelte. Level up. Level up, level up, level up. So. Rüstung. Geh einmal auf Rüstung. Defensive Haltung. Ihr stärkt eure Verteidigung, da haltet 6 Sekunden lang ein Schadensschild. Dieser Teil der Fähigkeit skaliert mit eurem maximalen Leben. Ich verstehe gar nicht. Masuna ist sehr schön. Verwirrt sehr schön. Ja. Wir haben es geschafft, Masuna zu verwirren. ihr lenkt die Gnade der Götter und teilt euch in nahe Verbündete 4 Sekunden lang. Ah, wenn ich das mache, gehe ich schon wieder eher Richtung Heiler. Na komm. Haben wir hier.
Oh, okay. Ja, freut euch. Lass uns unsere Freude, Masuna. Es kommt selten genug vor. Es kommt selten genug vor, dass du mal verwirrt bist. Aber nicht der Krieger. Fuck, das ist was anderes. Oh, schön, Leute, wirklich schön. So. Ach ja, ich kann ja einiges, glaube ich, herstellen jetzt. Oder zumindest zum Analysieren geben. Die Zeit ist reif. Ihr findet mich am Strand vor Vulkilwach. Nein, mach ich jetzt nicht. Tatsächlich will ich mir die Story mit den Propheten und sowas ein bisschen aufsparen. Heißt, wir haben ja auch noch die anderen Startgebiete. Das heißt, ich werde das über die ganze Zeit so ein bisschen, immer mal wieder die Hauptstory so ein bisschen machen. Wie gesagt, wir haben ja noch die anderen zwei. Durchsturz haben wir ja noch und wie auch immer das andere heißt. Eben Erzpakt. So. Die zwei Sachen haben wir dann ja auch noch. Da werde ich die Story ja auch noch durchspielen. Gibt auch Errungenschaften für. Hört her, Kartenhaie und ich sehe schon schön, ja. Ich freue mich schon, wenn ich mit euch in meine Lieblingsgegenden komme, ne? Da freue ich mich schon so ungemein drauf. Also ich kenne ja nur nicht mehr die Hälfte von ESO. Aber es gibt so die ein oder anderen Sachen, da freue ich mich doch schon riesig drauf. So, das analysiere ich mal. Ist da was? Schmiedestelle. Analysieren. Gut. Das ist Schwert einhändig. Nee, Schwert zweihändig. Ja, zweihändig brauche ich nicht. Was habe ich denn beim letzten Mal analysiert? Ah ja, hier, das hatte ich beim letzten Mal lehrend. Dann machen wir das hier. Okay, verwerten kann ich davon nichts. Brauche ich noch alles? Stimmt, kann ich hier auch einmal gucken. Kann ich hier noch was verwerten? Ja, hier kann ich was verwerten. Rohlederstiefel. Verwerten. Und nochmal verwerten. Das kann ich nicht verwerten. Also können schon, aber ich mache es halt nicht. Weil brauche ich noch. Würde ich echt. Auch mal so nah. Mangiare. Francesco Piccolini. Nee, ist Roberto Piccolini. Ja, Francesco. Mio amore, Nintendo. Nintendo. Mario, Luigi. Croissant. Croissant. Ey, das war Französisch. Da bin ich mal gespannt. Was seid ihr? Ein weichgewandiger Magier? Bewegung! Ja, aber nicht so gut wie der letzte, den wir geholt hatten. Echt, ey. Meine zumindest müsste Schafskäse.
Hm. Ja, aber nicht so gut wie der letzte, den wir da mal wegen. Hm? Mit Blut. Tomate blutet. Oh nein. Was ist bloß mit der Tomate passiert? Ja. Ja. Jetzt probiert's alles durch. War die noch gut? Weiß ich nicht. Probier. Weil die, ich glaube, am 10. ist sie abgelaufen. Die ist so gut. Okay. Welchen haben wir denn? Den 14. glaube ich. Ja, die ist so. Ja. Okay. Das aber was bin ich voll lieber dreimal. Ich habe schon schlummernde Argonia gesehen, die sich schneller bewegen. Wenn sie nicht mehr schmeckt, schmeißt du weg. Nee, ich glaube, die schmeckt noch. Mm. Und? Mm. Was ist das Beste? Danke. Ich wünsche es auch mit Liebe. Nein. Doch, willst du mitkommen? Okay. Zieh dir was Weißes an. Hab ich schon. Okay. Wohlweislich. Ich bin immer noch nicht wieder. Ich auch nicht. Paddy! Okay. Was? Nein! Nein! Frisches! Frieden! Liebe dich! Bewegung, Bewegung, Bewegung! Denkt ihr, die Daedra warten auf euch? Das hat sich falsch angehört, okay. Ach was? Hat sie gerade Frittenschiff. Ich hab Frelden gesagt! Frisches hat's auch verstanden als Frelden. Hm. Ich habe einen Bogen ab Stufe. Hybrid? Viel Spaß im Lurk rein. Huch. Bestimmt, Masuna. Bestimmt. Mm. Oh no. Kann nur eine herstellen. Kann ich nicht. Ich spüre Leben. Magica. No. Okay. Einmal. Juhu, die dicken, fetten Tacos. Mach das, Hybrid. Das kann ich auch. Mm.
Okay. Ah, jetzt habe ich vergessen. Jota Kadri. Jora Kadri Jota. Jora Mako Ta. Sehr schön. Das kann ich verzaubern. Oh. Kann leider nichts anderes verzaubern. Bibi. Ich hatte gestern fast eine ganze Flasche Wasser auf Ex trinken müssen. Wegen dem Punktebefehl. Oh Gott. Ja, gut, dass bei mir die Flaschen Wasser sowieso ganz schnell weg sind. Ah, nee, das bringt gerade nichts. Meine Gitarre kam gerade an. Sehr schön. So. Ein Buch. Frisches. Danke für dein Reset im 14. Monat. 14 Monate schon. 14 Monate. Eieiei. Okay. Das haben wir gelernt, so, ne? Wird's ein Shades of Eternia, oh Gott. Klingt etwas falsch, aber okay. Und das kann ich immer verwerten. Mist, zum Aufwerten habe ich nichts. Bin ich. Was? Was? Frisches was? Was? Okay. Ich glaube. Mhm. Okay. Ich verlasse ganz langsam diesen Raum. Ich gehe nun. Guck mir in die Augen, Kleines. Hey da, ihr habt einen hungrigen Blick. Die Augen einer wahren Wettstreiterin, das kann ich sehen. Nun, meine Freundin, Ruhmesgeschichten ist das richtige Spiel für euch. Ist dem so? Es ist natürlich ein Spiel. Ein Kartenspiel, um genau zu sein. Voller Wendungen, Nervenkitzel und schluchtentiefer Strategie. Ich bin umhergereist und habe neue Spieler angeworben. Es war eine Menge Beinarbeit. Doch wenn man die Freude der neuen Spieler sieht, hat sich jeder Schritt gelohnt. Ha, noch jemand, der auf den Geschmack gekommen ist. Wenn ihr das Spiel lernen wollt, solltet ihr nach Gonfalon auf Hochinsel reisen und mit meinem Freund Bragas sprechen. Ihr findet ihn in der Spielhalle. Ja, okay.
Nee, ich will noch nicht nach. Ich will noch nicht nach Hochinsel. So. Aber wir können jetzt diese wundervolle Stadt einmal verlassen. Da? Warte, wir gehen einmal noch zum Gepäckhändler. Was A noch? Jo. Was sagt der Brief zum Einschreiben? Wenn es ein Hauptkipp. Einfach. Diese Tasche einfach. Einfach nein. Das nenne ich. Ja, ich würde gerne mehr tragen können. Ihr nennt diese Tasche an. Glaubst du, haben wir so viel? Ach ja. Ihr haben nennt wir. Diese Tasche. Dann nochmal 2000. Ihr nennt diese Tasche. 5000. Ihr nennt diese Tasche. Ja gut, 11.000 können wir auch nicht lassen. Wieso soll man so nach sich nur zeigen? Vor allem wie? Eieiei. Okay. Hallo Luna. Oh, da ist wieder die mit den schönen roten Haaren. Okay. Gut. Masuna. Ich glaube, das nennt man Fetisch. Meinst du, Masuna? Meinst du? Sag mal. Zu blöd zum Reiten. Verzeiht bitte, ich habe eine Nachricht für euch. Nein! Keine Nachricht. Warum quält ihr mich eigentlich? Gab's hier nicht irgendwo ein Buch? Frag für einen Freund. Nee. Okay, Buch gab's hier nicht. Ich glaube, ich gehe wieder. Nimm mich mit, Luna. Nimm mich mit. Was da hinten? Was hier? Jo, war. Okay. Dann haben wir zumindest hier schon mal ein Pferdchen ins Pferdchen geht. Juhu. Endlich werde ich gerettet. Weil es war doch nur eine Frage der Zeit, bis der nächste anfängt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Iron und dann sind wir dem Ganzen schutzlos ausgeliefert.
Helft mir! Schnell, okay. Hinüber zur Scheune! Warum laufen die alle weg? Ich bin doch noch gar nicht da. Wir müssen euch in Sicherheit. Wir müssen diesen Wahnsinn unter Kontrolle bringen. Wahnsinn? Riecht ihr den Rauch denn nicht? Doch. Silent wird angegriffen. Ich hatte großes Glück, auch nur meinen Vater lebend retten zu können. Der Stiftsvogt wurde fast erschlagen. Diese Schläger mögen vielleicht die Uniformen der ersten Auridon-Seesoldaten tragen, aber sie sind Betrüger. Wer sind sie? Sie sind ganz sicher Agenten des Schleiererbes. Teldur, der Gehilfe meines Vaters, versucht, eine Verteidigung auf die Beine zu stellen. Ihr seht wacker aus. Werdet ihr Silseilen helfen? Muss ich? Und werde sofort nach Teldur sehen. Wir warten in der Scheune was auch immer. Ein Stück die Straße hinunter. Viel Glück da drinnen. Ich hätte gerne noch mehr Informationen. Wir haben nicht viel Zeit. Was wollt ihr wissen? Wer seid ihr? Elenwen. Ich betreibe ein Gasthaus in der Stadt. Aber wenn ihr euch nicht beeilt, haben sie es gleich niedergebrannt. Okay. Wer ist Stiftsvogt Valano? Mein Vater und der Mann, der neben mir steht. Der törichte Schwachkopf. Wo redest du über deinen Vater? Wo kann ich Teldur finden? Ihr ist auf dem Platz gleich hinter der Brücke. Ihr müsst euch beeilen. Er ist hoffnungslos unterlegen. Ja, warte doch noch. Was könnt ihr mir sonst noch über den Angriff erzählen? Wir hatten eine Abteilung der ersten Auridon-Seesoldaten erwartet, die alles für den Besuch der Königin vorbereitet. Dann kam dieser Haufen hier an und fing mit dem Morden und Feuerlegen an. Wir haben uns zwar auf ein Fest vorbereitet, aber nicht auf ein Schlachtfest. Dann hättet ihr es präziser sagen sollen, ne? Brötchen. Einfach nur Brötchen. Seid ihr sicher, dass es Betrüger sind? Warum sollte die Königin Truppen schicken, um den treuen Untertanen Käse, anzugreifen? Wurst das und ergibt Schinken. Keinen Sinn. Doch es und Ketchup. Wäre genau die Art von List, zu und der das Schleier begreifen würde, um ihre Autorität zu untergraben. Was ist das Schleiererbe? Eine Gruppe altmärischer Isolationisten, die alle Außenstehenden hassen. Sie denken, die Königin wäre durch unsere Allianz mit den Bosmer und den Khajiit verdorben worden. Und nun trachten sie danach, Eiren zu stürzen. Tja. Passiert, würde ich sagen. Schmerz und Leid überall. Hier liegen tote Leichen, ist das richtig? Seid ihr verrückt? Könnt ihr nicht sehen, dass die Stadt angegriffen wird? Im PC, mein Gasthaus wird niedergebrannt. Alter, shit happens. Jop. Ja, ist ja nicht mein Problem, dass ihr ein Gasthaus abbrennt. Hätten sie es halt vorher löschen sollen, bevor ich komme. Elenwin hat mich geschickt, um euch zu helfen. Hat sie das? Hat sie? Woher weiß ich, dass ihr keiner von den Betrügern seid? Melon. Ah, ne. Falsche Genre. Also, wollt ihr nun meine Hilfe oder nicht? Schön. Schnappt euch diesen Eimer vom Brunnen und löscht die Feuer. Falls ihr irgendwelche Einwohner findet, dann sagt ihnen, dass sie fort müssen, bis es hier wieder sicher ist. Nein, also damit meinte ich, wenn es angefangen hat zu brennen, dass es dann schon löschen soll. Ihr habt zu tun. Und nicht erwarten, bis jemand vorbeikommt. Was werdet ihr machen? Beispielsweise weigere ich mich gerade, die sinnlosen Fragen einer Außenseiterin zu beantworten. Ich treffe euch später an der Scheune wieder. Nun geht. Okay. Es stört doch nicht, wenn ich nur aufesse, oder?
So. Guck, so löscht man. So löscht man Feuer. Ah, endlich frei. Nein. Aber ist doch gar nicht so schlimm mit dem Brand. Diese zwei, drei Feuerchen. Und die machen da so ein großes Aufregen drum. Ich kann es kaum glauben. Ich bin frei. Der macht die Feuerwehr arbeitslos, schüttet einfach nur eine Ladung Wasser vor die Tür und weg ist. Ja, ganz einfach. So wird's gemacht, ne? Ja, toll. Wird ausgewichen. Ich bin frei. Ja, ich weiß, dass du frei bist. Schön, ne? Hättest du ja auch mal selber machen können. Da muss ich hin. Alles muss man hier selber machen, ey. Mach das, Luna. Lass es dir schmecken. Eine Eisenaxt. Ihr seid gerade noch rechtzeitig eingetroffen. Ich kann es nicht glauben. Frei. Wo muss ich hin? Nein! Lass mich! Dank euch sind die Feuer unter Kontrolle. Natürlich, was auch sonst. Ja. Ich habe so viele Bewohner gerettet, wie ich konnte. Der Wiederaufbau wird lange dauern, aber eure Tapferkeit wird nicht vergessen werden. Ich dachte, ich wäre höchst günstig. Das ist ein, wer weiß, was sie erlebt hat. Grauenhaft. Hanilan von den ersten Auridon-Seesoldaten zu euren Diensten. Gesundheit. Wer ist ja eurer Ansicht nach für diesen Angriff verantwortlich? Dieses vermaledeite Gesindel sind keine Soldaten. So viel steht fest. Die Abteilung von Kommandant Tendil sollte eigentlich schon längst wieder zurück sein. Ich denke, sie wurden überfallen. Ist denn so? Habt ihr eine Idee, wo sie sie vielleicht hingebracht haben? Einer der von euch geretteten Einwohner meinte, er hätte gesehen, wie gefesselte Männer in den Keller eines Hauses nördlich des Dorfplatzes getrieben wurden. Ich kann meinen Posten nicht verlassen, aber vielleicht könntet ihr nachschauen. Bin auf dem Weg. Geht in den Keller. Ich bin doch im Keller. Warum soll ich jetzt nochmal extra in den Keller gehen? Ich bin doch schon da. Ja, das ist gut. Nicht direkt treffen, der Imker. Oh, Suna. Einfach nein. Einfach nein. Nein. Ich will das nicht. Nur langsam. Den Acht sei Dank. Schnell, bindet uns los. Wer seid ihr? Hauptmann Tendil von den ersten Auridon-Seesoldaten.
Wir wurden auf Geheiß ihrer königlichen Majestät Eiren hierher geschickt. Wir sind in eine Falle gelaufen. Agenten des Schleiererbes haben unsere Uniformen und unsere Ausrüstung gestohlen und uns dann hier den Flammen überlassen. Diese Betrüger brennen die Stadt nieder. Wo sind eure Waffen? Wir haben ein Versteck auf dem Bauernhof in der Nähe des Stadtrands. Bringt sie uns zurück. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass jeder einzelne dieser Betrüger stirbt und dabei um Gnade winselt. Okay. Danke, ich binde den Rest los. Beschafft ihr uns diese Ausrüstung? Mhm. Wir müssen aber immer die Drecksarbeit machen. Nein, nein, nein. WB rein. Okay, so. Und ab wieder zurück in den Keller. Hier ist mir viel zu aufregend. Hattet ihr Glück? Ich habe eure Ausrüstung. Wir legen unsere Ausrüstung an und versorgen unsere Wunden. Findet in der Zwischenzeit heraus, wer hinter dieser Verschwörung steckt. Ich werde einen meiner besten Männer mit euch schicken, um einige Zungen zu lösen. Mögen die Sterne eure Schritte lenken. Den Acht sei Dank, dass ich euch gefunden habe. Teldor hat uns verraten. Mhm. Euch verraten? Was ist geschehen? Teldor hat Stiftsvogt Valarno für ein Gespräch nach draußen gebeten. Als sie nicht zurückkamen, bin ich sie suchen gegangen. Ich habe einen Blick auf sie erhascht, wie sie in Richtung Herrenhaus gingen. Teldor bedrohte meinen Vater mit einem Messer. Das Herrenhaus? Unser Zuhause, die Residenz des Stiftsvogts. Teldors Unterkunft ist auch dort. Bitte, ihr müsst dorthin schnell. Ich fürchte um das Leben meines Vaters. Ich werde sie finden. Teldor muss sich für seine Verbrechen verantworten. Ich habe ein paar Fragen. Nur zu. Warum sollte Teldor sich an einer Verschwörung beteiligen, seine eigene Stadt zu vernichten? Vielleicht hat das Schleiererbe ihm Reichtum versprochen. Mhm. Oder Macht. Sie könnten ihm sogar angeboten haben, ihn zum Stiftsvogt einer größeren Stadt zu machen. Wer vermag das schon zu sagen? Mhm. Wie kann ich ins Herrenhaus gelangen? Die Vordertür ist schwer bewacht und ganz sicher abgeschlossen. Aber eine der Wachen müsste einen Schlüssel haben. Ich habe auch von einem unterirdischen Eingang gehört. Ein alter Schmugglertunnel, der zum Strand... Albert? Das könnte eure beste Chance sein. Ja, du hast Jungs, ich wohne durch den Hexprofit. Oh Mann, Masuna! Danke, Albert. Ich brauche dringend noch ein Masuna aus. Ganz dringend. Das geht so nicht mehr. Ich hoffe, der Counter geht vierstellig. Ich meine, ja. Der Counter müsste so hoch gehen. Ich glaube, da geht es sogar bis ins Sechsstellige. Einmal so nach. Warte mal.
Kann ich gleich beim Spielwechsel machen. Brennt. Nö, tut's mir nicht. Aber Iron und Tyrus haben auch ihr aus. Du kriegst du auch eins. Außerdem wird's witzig. Mal gucken. Ich mach gleich auf jeden Fall erstmal den. Was ist mit der Counter? Sobald wir hier die Quest abgeschlossen haben. Der Stiftsvogt hat uns verraten. Uns alle verraten. Elenwin hat gesagt, ihr werdet Verräter. Ich habe Beweise gefunden. Stiftvogt Valano gehört zum Schleiererbe. Wird gemacht gleich. Ich wollte es nicht glauben. Ich habe ihn zur Rede gestellt. Er wollte fliehen. Ich habe ihn gefangen und ihn hergebracht. Seine Männer haben schon gewartet. Ich muss euch Hilfe holen. Nein, für mich ist es zu spät. Ihr müsst gehen. Haltet Valano auf, ehe er entkommt. Hey, du. Was macht Kitty eigentlich auf dem Tisch? Kitty hat aber schöne blaue Augen. Warte, muss ich raus oder hoch? Bewegung! Weil es so schön warm war. Darin, dachtet ihr wirklich, ihr würdet ein Kräftemessen mit dem Schleiererbe überleben? Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Ich muss zu meinem Trupp zurückkehren. Lebt wohl. Frag mich gerade. Wie konntet ihr nur? Ja, ich weiß nicht, warum die mich angreifen. Tapfere Rettung der ersten Auridon-Seesoldaten kam gerade rechtzeitig. Sie haben die letzten Betrüger verjagt. Gibt es Neuigkeiten von dem Verräter Teldur? Wurde Stiftsvogt Valano verletzt? Teldur ist tot, aber er war kein Verräter. Es war die ganze Zeit Stiftsvogt Valano. Mein Vater war ein Verräter an der Krone. Er hat einen Angriff auf seine eigenen Leute inszeniert? Warum? Warum würdet ihr so etwas tun, Vater? Ja. Ach, das wird wahrscheinlich hinterm Haus sein. Das sind so viele Wachen. Nee. So. Da ist sie.
Ach, schade, ich dachte, man könnte, aber nein. Kommt man leider so nicht hin. Wir machen wahrscheinlich erstmal mit dem X-Code durch. Sehr geil. Ju. Okay. Die eine Quest haben wir jetzt fertig. Dann werde ich einmal den Spiel wegzumachen. Ich wollte ja eigentlich. Ich habe mich jetzt tatsächlich nochmal spontan umgeschrieben. Ich wollte ja eigentlich hier nach Lotro spielen. Wir spielen Final. Ich habe irgendwie nicht so Lust auf Lotro. Weil ich weiß, wie viel man lesen muss und ich habe keinen Bock, so viel zu lesen gerade. Weil gerade geht's halt mit dem Hals, deswegen will ich das irgendwie... Ich will das nicht übertreiben. Wenn ihr versteht. So, hatte ich schon? Ja, habe ich schon. Sehr gut. Dann richte ich einmal ganz kurz den Command ein. Ja, stimmt. Der hast recht.